Herzlich willkommen hier zurück bei Walkthrough PC Games TV zu 88 Let's Play GTA 4 German. Wir sind hier wieder in der schicken Bude von dem frühzeitig verstorbenen Playboy X. Und ein SMS: Niki, Junge, wir sollen zu Pecks Haus kommen. Du redest gut von mir, ich rede gut von dir. Zusammenhalten. Denk dran, du schuldest mir was. Ciao. Von wem ist es? Vom Ray wahrscheinlich, ne? Pecky. Danke für die Aktion auf der Beerdigung, du bist ein guter Mann, das war Wahnsinn, war dann natürlich das Letzte, was man gebraucht hat. Hab gesehen, wie du mit Kate geredet hast, du listiger Bastard. Und dann noch so ein paar Zeichen, die ich jetzt nicht vorlesen will. Okay. Ja, jetzt erledigen wir das mal und holen uns jetzt hier den Wagen ab von Bernie Crane. Mir ist das Auto sympathisch, nicht schnell, aber. Yeah. Ja. Endlich wieder GTA 4. Das macht Fun. Und jetzt macht's gleich noch viel mehr Fahren mit diesem geilen Wagen, den wir uns gleich holen. Pecky ruft schon wieder an. How's my favorite girl? We need a picture of Grace. Her pa thinks she's holed up with some guy. You don't believe we got her. Will you do it? Ma's still upset. So I'm a portrait photographer now, am I? Okay, I'll send you it on my phone. Jetzt können wir zur Geisel gehen und die Grace fotografieren. Nein, okay. Infernus. Der Wagen ist geil. Dann machen wir das doch gleich mal und fahren hier zum Lösegeld. Oh, hört ihr den Sound? Hört ihr den Sound? Yeah! Oh, dieser Sound. Habe ich schon lange nicht mehr gehört in diesem Let's Play. Ja, ist nur eine kurze Spritztour. Oh, Pecky ruft schon wieder an. Nein. Sorry, Pecky. I can't throw darts with you right now. Sure, Nico. You must have people to kill and shit. Call me when you're free. Du hast mich doch gerade angerufen, Pecky, und gesagt, dass ich ein Bild für den Daddy machen soll. Was soll denn das denn hier? Ich hab doch jetzt keine Zeit, Daten zu gehen, also wirklich. Bisschen unlogisch hier. Erst denken, dann reden. Hm? Könnte ich mir auch mal vornehmen. Nein. Nein. Ich habe ja extra sowas hingeschrieben, da so Anmerkungen. Alles, was ich in Let's Plays sage, ist in, was habe ich da eigentlich geschrieben? Geistiger Umnachtung oder sowas habe ich da geschrieben. Oh. Ein Foto von Gracie. Eh, um sie anzusehen. So, bringen wir schnell hinter uns. Das war lustig. So, das war's für dich, Gracie. Nein, Scherz. Ich geb dir gleich eine Bullet hier in deinen Head.
kranker Psychopath hier. Ah, hier kann ich nicht rüberspringen, okay. Dann wieder zu unserem schicken Auto. Und das war die ganze Mission. Und bei der Welle auf Gitoni kriegt man dann bei während der Mission dieses Bild geschickt. Also nicht ihr, sondern Gitoni, euer Boss. Euer Co-Partner, aber eigentlich euer Boss. Jimmy Pecorino, it is. Da haben wir doch viel verknüpft, diese Folge. Lösegeld schnell abgehakt. Mit diesem Wagen geht es einfach so schnell. Und so leicht. Ah, schon Blutspuren auf unserem schönen Wagen. Naja, das ist halt das Leben, ne? Na gut. Mikro mal wieder ausstellen. Oh cool, die Garage geht auf. Wow, ist das geil. Endlich mal eine Garage in GTA 4. Na gut. Mal schauen, was hier hinten los ist. Huh? Swimmingpool. Boah, dieser Pecorino hat's gut. Mensch, in San Andreas hatte man das alles. Garage, Swimmingpool und so weiter. Fitnesscenter im Haus. Na egal. Mikro ab und wir machen weiter mit Pest Control. Welcome to the war, Counselor, my boy. Gentlemen, what's going on? Nothing. Discussing pest control. Well, I've given you my advice, Peg. You do what you think is best. I agree. Finally. I mean, I don't agree with what he says. I agree that you know best. Excuse me? Relax. I didn't mean nothing by it. Look, either we make the right call or we all end up in prison anyway. Well, your crap ain't gonna do me no favors. Be careful. See you later. Boss, gentlemen. You're only an associate, Phil. Remember that. Yeah. Okay, tough Boss, guy. I gotta tell you this. He's not straight. Right before I came in here, I saw him talking to Angie again. You better leave. I need to speak to Nico. Sure, boss. But, think about what I said. I will. You know? Trust me on that. We got real problems. Police are all over us. Maybe you heard, I got served papers today. Phil, yesterday. We got a couple of boys in jail. I think they might squeal. Somebody's talking. Wants us out of the picture. Maybe John Gravelli. Or them Angelottis. Somebody got to my people. So what are you going to do about it? I don't know. I gotta shut someone up and show people I mean business. I've known Phil a long time. He's straight, more or less. I know him and Angie are friends, but that don't worry me too much. Maybe he's too straight. Then there's Ray. I don't know. I don't trust him. But he's a good earner. I know he's got his eye on the big prize, but he's no dummy. Him and Phil hate each other. I gotta think about it. Okay. I'll give you a call. Whoever I say to go see him. And shut him up! Okay. Wir steigen wieder in unseren coolen Wagen und müssen überhaupt nichts tun, bis er uns schreibt, wer getötet werden soll. Ich persönlich finde, Ray muss dran glauben. Aber wir werden sehen. Und anscheinend weiß der Pecorino gar nicht, dass wir für John Gravelli einige Jobs gemacht haben. Naja, ich würde sagen, wir stecken ganz schön tief in der Scheiße hier. Also der Nico. Ich meine, der arbeitet ja kreuz und quer für fast alles. Ich weiß, er sagt immer, I'm working for money. Ja, klar, okay, aber irgendwann kreuzen sich dann auch die Wege zwischen den Familien. Und Ray ruft mich an. Nicky,
got the money robbed off of me by a biker, remember? The diamonds were sold. Don't get small with me. Get me them diamonds off Tony. Irish will be square with that, and you'll be square with me. We're already square. Das finde ich mal eine gute Antwort hier in Hiko. Endlich mal auf den Punkt gebracht. Wir sind nämlich schon längst quitt, Ray. Hasse dich, blöder Ray. Hast mir zwar gesagt, wo Florian Kravitz ist, Bernie Crane, und er war es dann nicht, aber trotzdem. Erst als ich dich total zusammengeschissen habe, hast du mir das gesagt. Und mein Leben mehrmals für dich riskiert habe, für ein paar 5000 Dollar Aufträge, also wirklich. Und scheiße. Weil ich es nicht gemerkt habe, ich will hier diesen Monster-Stunt machen. Jetzt habe ich einen Linksdrall, scheiße, Wagen schon halb Schrott, blöde Sache. So, jetzt aber noch einmal. Badam, 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 rede, rede, Redemption. Oh nee, Pecorino. Ja, Ray! Das dann erneut absolviert habe ich schon mal. Okay. Dann aber nicht in diesem Let's fucking shit crap, man. Mann. Wir rufen Pecorino jetzt mal zurück, mal sehen, ob das geht. Mann, hätte ich den Monster dann doch nicht gemacht. Na egal, das habe ich schon gemacht. Und jetzt rauben wir eine Bäckerei aus. Erst brauchen wir mal ein Fluchtcar hier. Fluchtauto. Ich rede jetzt schon im GTA-Style K. Also Nikos Ellbogen, der muss irgendwie Stahlimplantate haben, aber na gut. Ja, das nenne ich gut eingepackt. Ich glaube aber, ich stehe auf den Zebrastreifen, aber gut, na egal. So. It's Showtime. $74 nur. Pecorino ruft ja an. Ja. Pest Control. Fahr nach East Holland und suche nach Ray. Machen wir doch glatt. Ich glaube aber, das passt gar nicht mehr in die Folge. Ich mach dann gleich einen kleinen Cut hier. Aber wir sind ja erst bei 14 Minuten. Leider ist die Polizei jetzt auf unserem Hals, aber nur mit einem Stern. Das dürfte also kein Problem sein. Dürfte kein Problem sein, ja. Ich verabschiede mich, meine lieben Abonnenten. Zuschauer, Hater, alle möglichen, die sich das gerade reinziehen und sich denken, oh wie geil oder oh wie scheiße. Und die mich gerade total nervig finden oder witzig finden oder was weiß ich. Habt noch ein schönes Wochenende. Und ja. Ja. Das war's dann praktisch eigentlich auch schon. Und ich gebe hier noch Vollspeed bis zur Markierung und jetzt mache ich einen Cut. Ciao, Leute.